Klaus von technophil.de auf der IFA 2014 bei Alcatel. Hier haben wir das Idol 2, ganz offensichtlich der Nachfolger des Idol. Ein 4,7 Zoll Gerät mit einem QHD-Display, also 540 x 960 Pixel. Quad-Core-CPU 1,3 GHz, das dürfte dann der MediaTek MT6582 sein, käme hinreichend. Und hier auch glücklicherweise, trotz der starken Modifikation, die Alcatel ja immer in der Software hat, sehr, sehr flüssig laufen. Das ist schon mal sehr schön. Haben wir ja leider schon anders erlebt bei Alcatel-Geräten. Ist auch ein Gerät, was tendenziell mehr auf Design als auf jetzt High-End-Specs legt. Schön flaches Gerät, Metallrahmen außen drum, Rückseite zwar Kunststoff, aber in so einem metallähnlichen Finish. Gibt es dann in diversen verschiedenen Farben, die kann ich gleich mal noch mal kurz zeigen. Ja, das Ganze sieht spannend aus. Preise kann man mir hier leider nicht sagen und Internet ist gerade tot. Das Display macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das sieht fast aus wie ein, finde ich, wie ein AMOLED-Display, weil die Schwarzwerte so gut sind, ist aber offensichtlich, wenn ich das richtig sehe, ein LCD. Aber wirklich schöne Qualität. Gucken wir nochmal, wie die Blickwinkel so sind. Ja, super. Ja, die sind nicht so toll, dunkelt ein bisschen ab, aber ja, man kann mit leben, aber ist jetzt nicht perfekt. Ja, ganz schicke Sache. Eher so ein, ja, so ein Alltagsgerät, jetzt nichts weder High-End noch super billig, aber vor allem für Leute, die halt gerne ein recht schickes Gerät zu einem nicht allzu hohen Preis haben wollen, sicherlich eine interessante Sache. Wie ihr hier schon seht, leider Alcatel-typisch wieder mit sehr vielen Apps vollgepackt. Nicht ganz so mein Ding. Es gibt zwei Versionen. Ich vermute mal, in Deutschland haben wir die 16 GB und Dual-SIM-Variante. So ist das zumindest bei den letzten Geräten immer gewesen. Es gibt noch eine mit 8 GB und dann nur einem SIM-Slot, aber Speicherkarten-Slot ausgestattete Variante. Alcatel macht es jetzt leider nicht so, dass sie so einen Kombi-Slot machen, wie ein paar andere Hersteller das anbieten, sondern das ist dann, sind verschiedene Modelle, entweder zweimal SIM oder einmal SIM, einmal Speicherkarte. Und die gibt es auch jeweils dann nur immer meistens eins von in einem Land, also zumindest in Deutschland gab es bislang eigentlich immer nur die Dual-SIM ohne Speicherkarten-Slot. Aber ganz kurz zu den Farben, hier haben wir offensichtlich die silberne Variante. Schauen wir noch kurz nach nebenan. Hier sieht man wieder, wie schön dieses Display ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Obwohl es ja nicht so hochauflösend ist, beeindruckt mich das jetzt gerade, dieses Bildchen hier. Hier haben wir die Anthrazit-Graue, die, glaube ich, Slate immer genannt wird, also Schiefer. Und dann schauen wir jetzt gleich noch kurz in die Vitrine hier rein. Da sind noch ein paar andere Farben. Nämlich so ein leicht rosé-goldenes, sieht so ein bisschen wie Rotgold aus, so ähnlich. Da haben wir nochmal das Silberne. Hier ein weißes mit einem silberglänzenden Rahmen. Und dann auch nicht schlecht so eine dunkel-pink-rosa Variante. Das sieht jetzt auf meinem, zumindest auf dem Display von der Kamera, so ein bisschen rötlich aus. Das ist aber eigentlich eher ein dunkles Pink. Ja, so weit vom Alcatel OneTouch Idol 2. Hübsches Gerät, nicht ganz so sehr auf Design ausgelegt wie das Idol Alpha, was ich auch noch vorstelle in einem anderen Video, aber durchaus auch eine schicke Sache und ja, soweit hier vom Alcatel-Stand, Klaus von technophil.de.